Liebe Fußballfans, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. An meiner Seite, wie eigentlich immer, Frank Buschmann. Und an meiner natürlich Wolf-Christoph Fuß. Und wenn es nach uns geht, dann wird hier auch gleich angepfiffen. Heute spielt Grasshopper Zürich gegen den FC Basel. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Läuft doch enttäuschend bisher für sie. Sie bekommen die Vorgaben des Trainers einfach nicht richtig umgesetzt und stehen deshalb in der Tabelle nicht da, wo sie hinwollen. Heute müssen 3 Punkte her. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt... Klasse gemacht! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lang. Steffen. Da ist jetzt Platz. Da holt er den Ball zurück. Refren. Andersen. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Flanke. Starkes Tackling hier. Da können sie erstmal klären. Es gibt hier Einwurf. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Das könnte die Chance werden. Da steht die Abwehr sicher. Chaka. Von Wolfswinkel. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Sophie. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Refren. El-Yunusi. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Könnte jetzt was werden. Ball kommt rein. Gibt's jetzt die Torschance? Kein Tor! Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Das könnte gefährlich werden. Hereingabe. Und da verlieren sie den Ball. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und das ist der Ballverlust. Da kommt der Pass. Das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Jetzt sind sie zurück im Spiel. Alles wieder zurück auf Anfang. Hier nochmal dieser Treffer. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Refren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. So, Ecke, er schießt! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel.
gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Lang. Ballverlust. El Younoussi. Xhaka. Jetzt wird's gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Sophie. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. El Younoussi. Super dazwischen gegangen. Jetzt. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. El Younoussi. Lang. Den Ball spielt er raus. Da ist die Flanke. Szene ist noch nicht vorbei. Er versucht's. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Lang. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Flanke. Szene geht weiter. Refrain. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Baui. Das war einfach. Und er hat den Ball. El Younoussi. Guter Pass. Wird es jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance. An die Latte. Ball kommt rein. Da kommt kein besonders guter Abschluss. Sophie. Wird das seine Torchance? Schöne Aktion. Jetzt vielleicht. Der muss doch sitzen. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Unglaublich. Was für eine Chance. Was für eine Riesenchance. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Jetzt die Gelegenheit. Da trennt er ihn vom Ball. Baui. Einfacher Ball hier für den Torwart. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Van Wolfswinkel. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Pfosten. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er... Jetzt vielleicht. Sie liegen vorne.
Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Vorne. Und das noch nicht mal unverdient, Wolf. Sie zeigen eine konzentrierte Leistung. Das geht in Ordnung. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Sophie. Jetzt müssen Sie aufpassen. Bowie. Macht er ihn! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Von Wolfswinkel. Das könnte... Klasse Pass! Die Flanke bleibt hängen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da ist die Flanke. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt der Pass. Und das ist der Ballverlust. Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt die Chance. Er trifft den Pfosten. Einwurf jetzt. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. El-Yunusi. Chaka. Wird's jetzt gefährlich? Lang. Und er gewinnt den Zweikampf. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Bowie. Andersen. Klasse gehalten. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung ja ausbauen. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg noch mal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Der Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, da müssen Sie aufpassen. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Das könnte gefährlich werden. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt wollen sie das Mittelfeld mit langen Bällen überbrücken. Sie brauchen hier das Tor. Sie müssen es erzwingen. Okay, Wolf. Jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen alles nach vorne, erhöhen den Druck. Die Jungs wollen ein Tor. Zur Not auch mit der Brechstange. Da können sie erst mal klären. Spielt den Ball direkt zurück. Gut verteidigt hier. Jetzt müssen sie aufpassen. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Und jetzt gibt es hier noch Gelb.
Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Andersen. Schöne Aktion. Achtung jetzt. Da schießt er. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Xhaka. Alvarez Balanta. Gefahr. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Unparteiischen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Reguläre Spielzeit ist vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Das war eng, aber er hat ihn. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Und der Sieg ist für Sie sicherlich ein besonders schöner, oder? Ja, das ist ganz klar. Man sieht es ja auch bei den Fans. Du freust dich immer über einen Sieg. Aber wenn du dann den direkten Rivalen schlägst, dann ist es ein besonders süßes Gefühl. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Klar, dass er heute happy ist. Er hat den entscheidenden Treffer gemacht. Es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja. Klasse gemacht. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Da kommt der Pass. Das sieht gut aus. Und jetzt die Chance. Jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance. An die Latte. Van Wolfswinkel. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Pfosten. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch. Jetzt vielleicht. Und jetzt die Chance. Er trifft den Pfosten. Andersen. Klasse gehalten.